wir haben tatsächlich auch in unserer Gesellschaft immer mehr Aspekte der Scharia umgesetzt. Also zensiert ihr euch selbst. Gut. Unser Grundgesetz regelt ziemlich viel, was Meinungsfreiheit und Demonstrationsrechte angeht. So sagt Allah im edlen Koran. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Beim letzten Mal hat man hier das Kalifat in gewisser Weise schon ausgerufen. Da habe ich hier einen Mann, der mir seine Meinung dazu noch erzählen kann. Ja, gut. Wir sind hier in Deutschland. Wir sind zwar im Steindamm, wo sehr viele Leute leben mit muslimischem Hintergrund. Da spricht ja nichts dagegen. Wir haben sie ja hierher geholt und wir haben sie ja alle dringend gebraucht. Und wir brauchen sie auch weiterhin. Aber wir brauchen weder ein Kalifat, noch brauchen wir irgendwelche Radikalinskis, die hier nicht hergehören. Das Kalifat hat in Deutschland absolut nichts zu suchen. Aber was ist das Kalifat? Das Kalifat bedeutet ja, dass hier ein Islamisten sich breit tun, die nach ihren Regeln leben wollen und nicht nach unseren Regeln. Nicht nach dem Grundgesetz. Nicht nach dem Grundgesetz, all das wird abgelehnt. Das ist es hier. Wir sind am Steindamm. In nicht mehr ganz einer Stunde findet hier die Demonstration statt. Man rechnet mit 1000, mehr als 1000 Demo-Teilnehmern. Ansa ist natürlich auch hier vor Ort. Die Bühne wird hier momentan gerade noch aufgebaut, steht dann da drüben. Ja, die ganze Straße sperrt man hier für diese Demonstration. Und ja, wo man hinsieht, ist natürlich Polizei anwesend. Ja, machen wir mal kurz einen Blick zum Wasserwerfer. Mal mit, mal dem auch im Kasten haben. Ah, es sind sogar zwei Wasserwerfer. Sehr gut. Wenn dann die Gemüter etwas überhitzen, ist so ein Wasserwerfer natürlich auch nicht verkehrt, um runterzukühlen. Sie haben ja gesagt, eine Demokratie muss das einfach aushalten können. Ja, bis zu welchem Punkt muss eine Demokratie das aushalten? Bis sie sagt, nee, bis hier noch nicht mehr weiter? Es gibt Gesetze, die das ganz klar regeln, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Okay. Und unser Grundgesetz regelt ziemlich viel, was Meinungsfreiheit und Demonstrationsrechte angeht. Ja. Und ich finde, das ist sehr eindeutig. Man sagt ja, eine Demokratie muss das aushalten können. Ja, hört sich auch aus. Nur, was da gefordert wird, das hört die Demokratie. Sie meinen das Kalifat? Richtig. Ja. Meinen Sie, das ist eine ernsthafte Bedrohung? Das ist eine ganz ernsthafte, weil der Staat da schon lange gepennt hat. Er kümmert sich um andere Sachen, die eigentlich gar nicht so wichtig sind. Mhm. Wenn Sie sagen, das Kalifat ist eine Bedrohung für unsere Demokratie, ja. Wo fängt das an? Wenn ich das höre von der letzten Demonstration, was die gefordert haben, hier in Deutschland, und das kann ich nicht akzeptieren. Ja, Palästina ist hier am Start. Und das hier wird irgendwo die Frauenrechte-Demo sein. 200 Leute. Regenbogenflagge, okay. Wir haben immer noch Berührungsängste, sich mit dem Thema Islamismus und politischer Islam auseinanderzusetzen. Und kurz vor der Wahl dazu aufzurufen, gegen Recht zu demonstrieren, ist natürlich auch wahltaktisches Kalkül. Unsere Gesellschaft spaltet sich immer weiter. Und das machen sich auch die Islamisten zunutze. Denn wir haben tatsächlich auch in unserer Gesellschaft immer mehr Aspekte der Scharia umgesetzt, ohne es zu wollen und ohne dass es überhaupt zur Kenntnis genommen wird. Scharia ist Verschleierung, sagt man da. Das ist halt Stück für Stück hier, die Scharia umgesetzt wird, macht man daran fest, an der Verschleierung der Frauen. Na gut, vorhin hat man den Standpunkt, das machen die Frauen freiwillig. 1000 Demonstranten waren angemeldet. Bis jetzt kommt das so in dem Bereich hin, meine ich. Ja, auch gibt es bis jetzt noch keinen extra Block mit Frauen zu sehen. Es sind einfach komplett gar keine Frauen. Auch sehr interessant. Da, 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 da. Ja, hier wird auch belagert. Belagert. Ja, ihre Kameraleute dürfen natürlich in diesen Bereich rein und dort gute Bilder machen, während natürlich die, ich würde schon sagen, Mainstream-Presse, Spiegel und so alles draußen bleiben muss. Sind hier einige Polizisten im Einsatz, ja. Die ganze Straße ist ja gesperrt. Da hinten ist eine Regenbogenflagge und eine Israel-Flagge. Okay, das sieht mir auch nach einem Gegenprotest aus. Aber man beachte, die Kameraleute
Ja, es ist aber unfair, weil ihr habt ja da eure Kameraleute. Ja, müssen wir, das ist ja unser Bereich. Das ist ja, unser aber Bereich. Ihr habt ja da eure Kameraleute, warum... Das ist aber genug freie Fläche. Ich weiß, es ist so zweierlei Maße. Ihr habt hier eigene Kameraleute, die da schöne Bilder machen, direkt vor der Bühne, und die anderen müssen draußen bleiben. Ich muss euch einmal kurz hinweisen als Ordner. Okay. Ja. Ihr habt der Presse freien Zugang zu gewähren. Ne? Also das ist nochmal... In diesem Bereich auch? Oder? Genau, auch zur Versammlung hier alles. Der einzige Bereich, der vor der Bühne, da sollen sie sich nicht aufhalten. Aber die haben die Möglichkeit, trotzdem die Versammlung anzutreten. Ich weiß, ihr redet nicht gerne mit der Presse, ne? Aber vor zwei Wochen gab es ja hier den Fall, dass die Frauen und die Männer an unterschiedlichen Orten gewesen sind. Ich kann nichts. Okay, und jetzt sehe ich hier gar keine Frauen. Weil repressive Gesetze gemacht wurden. Ja, aber könnten die Frauen nicht einfach neben den Männern stehen? Das ist nicht rein theoretisch auch machbar. Keine Frau, tatsächlich. In diesem Block da an Menschen, das hat ja jetzt auch nichts mit Fake News oder irgendwie sowas zu tun, das ist ja die Tatsache. Hast du schon die Gegendemo gesehen, Ansa? Da hinten, mit Israel-Flagge und Regenbogenflagge. Natürlich, Netanyahu-Eier, Lutscher, können da hinten bleiben. Der Presse ist hier Zugang zu gewähren, ja? Also die dürfen hier keinen Presseausweis kontrollieren und den Zugang gewähren. Wenn die Presse hier rein möchte, dann gehen die rein, okay? Alles klar, Dankeschön. Okay, gut. Also wir dürfen jetzt auch offiziell vor die Bühne, bis jetzt war es einfach die Absprache, wenn es losgeht, können wir davor, wurde halt gesagt, es ist noch nicht offiziell losgegangen, deswegen halt nicht. Aber okay, harren wir da Dinge, die da kommen werden. Ich meine, es sind wirklich ein paar mehr Leute geworden, ja. Die Straße ist doch voll, ne? Die ist doch wirklich voll. Tatsächlich. Hat einer von euch Lust zu sagen, warum er heute hier ist? Wir sind live auf YouTube, ungeschnitten. Irgendjemand? Ich versuche nur die Zeit zu überbrücken, bis es losgeht. Okay. Würde den Menschen helfen, zu verstehen, worum es hier geht? Wahrscheinlich. Ja, aber das ist doch dann auch Schlagzeilen lesen. Wem bringt denn das was? Ich kann dir sagen, hier schauen gerade 3600 Leute zu. Alles, was du denen sagst, baut Vorurteile ab. Würde dem Weltfrieden helfen? Wahrscheinlich. Dann nicht. Sonst irgendjemand hier, der seine Meinung sagen kann? Nein. Gut. Oh, jetzt geht's los. Jetzt. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ich möchte alle Anwesenden herzlich zu der heutigen Demonstration gegen Zensur und Meinungsdiktat begrüßen. Wie letztes Mal schon einige Auflagen der Versammlungsbehörde vorlesen. So sagt die Versammlungsbehörde: Erstens. Es ist untersagt, israelische Fahnen und Flaggen zu verbrennen oder sonst zu zerstören oder zu beschädigen. Es ist untersagt, ein Kalifat in Deutschland in Wort, Bild oder Schrift fordern und zu befürworten. Dass eine Trennung von Versammlungsteilnehmern abhängig vom Geschlecht untersagt ist. Es wurde insbesondere untersagt, im hinteren Bereich der Versammlung einen separaten Bereich für weibliche Versammlungsteilnehmer freizuhalten. Oder weibliche Teilnehmer den Zugang zum vorderen Bereich der Versammlung zu verweigern. Es ist untersagt, Gewalttaten, die darauf gerichtet waren oder sind, Menschen zu töten, zu verletzen oder zu entführen, zu verherrlichen oder gutzuheißen, beziehungsweise zu solchen Taten aufzufordern. Weiter ist untersagt, das Rufen oder Aussprechen oder Darstellen von Parolen, die gegenüber Teilen oder Einzelnen einer ethnischen oder religiösen Gruppe eher verletzend sind, zum Hass aufrufen, beziehungsweise die Menschenwürde anderer beeinträchtigen sowie diffamierende Äußerungen. Zudem sind Äußerungen untersagt, die eine Vernichtung des Staates Israel und oder seiner Bewohner propagieren, das Existenzrecht Israel negieren oder in Frage stellen oder in sonstiger Weise geeignet sind, Gewaltbereitschaft zu vermitteln. Ich zensiere Sie nicht, Sie können gerne Ihre Meinung sagen, wollte ich nur mal anbieten. Ja, mach das. Nicht antworten, Jungs. Aber da sagt jetzt jemand, nicht antworten, Jungs. Also es ist auch gewünscht, sich hier selber zu zensieren. Da ist jetzt die Frage, wer zensiert hier denn wen? Ja, die Demonstranten zensieren sich hier selbst, oder nicht? Und jetzt halten sie hier Schilder hoch, wo drauf steht Zensur. Sie haben jetzt die Möglichkeit, sich frei zu äußern, kriegen aber Verbote, dass sie das nicht machen dürfen. Liebe Geschwister, an dieser Stelle möchte ich auch im Namen der Organisatoren zwei wichtige Punkte mitteilen. Erstens, wegen der medialen Hetze kann es zu Provokationen kommen. Niemand von den hier Anwesenden soll sich auf Provokationen jedweder Art eigenmächtig einlassen. Provokateure sollen den Ordnern gemeldet werden, sodass diese gemeinsam mit der Polizei
für die Einhaltung der Ordnung sorgen können. Das bedeutet, dass sich niemand auf tätliche oder verbale Provokationen einlassen darf. Und zweitens, ferner empfehlen wir allen Anwesenden, auf Fragen von Journalisten nicht zu antworten. Ihr könnt gerne auf das Positionspapier vom Muslim Interaktiv verweisen, welches öffentlich überall zugänglich ist. Falls jemand dennoch mit der Presse spricht, ist das nicht stellvertretend für Muslim Interaktiv und kann nicht Muslim Interaktiv zugerechnet werden. Also zensiert ihr euch selbst. Gut. Wie ihr nun alle erkennen könnt, ist das heute eine besondere Art der Demonstration. Wir möchten heute veranschaulichen, was sich einige Menschen in diesem Land sehnsüchtig für uns Muslime wünschen. Manchmal muss man eine stille Form des Protestes wählen, um eine lautstarke Botschaft zu verkünden. Deshalb soll bitte niemand eigenmächtig Parolen rufen oder eigene Symbole und Schilder zeigen. Zugelassen ist nur jenes, was mit den Organisatoren der Demonstration abgestimmt ist. Das ist Deutschland 2024. Ein Land, das doch so stolz ist auf seine Meinungsfreiheit, die Redefreiheit, die Weltanschauungs- und Religionsfreiheit. Ein Land, das von sich behauptet, dass man Andersdenkenden und Minderheiten beschützen muss vor einem entfesselten Volkswillen, vor der Mehrheit. Ein Land, das keine Staatsregion hat und sich zur Neutralität verpflichtet hat. Ein Land, das niemandem einen Lebensentwurf oder eine Wahrheit vorschreibt. Das ist der selbstformulierte Anspruch. Und wir hören die Vertreter dieses Landes immer wieder sagen, Deutschland hat aus seiner Geschichte gelernt. Assimilationsforderungen und staatliche Repressionen gegen andere gehören ein für alle Mal der Vergangenheit an. Nie wieder, und wer kennt ihn nicht, diesen berühmten Satz, die Freiheit ist die Freiheit des Andersdenkenden. Wir haben dieses Experiment gewagt und uns getraut, öffentlich unsere Überzeugung und Meinung kundzutun. Wir haben es gewagt, uns als Muslime zu identifizieren, uns als Muslime zu zeigen und uns nicht zu verstellen. Wir haben unsere Standpunkte in einer klaren und unmissverständlichen Sprache formuliert. Wir haben es gewagt, unsere Interessen und Bedürfnisse als Muslime gegenüber der deutschen Gesellschaft zu kommunizieren. Wir haben es gewagt, eine eigene, eine autonome politische Meinung zu formulieren. Wir haben es gewagt, uns demonstrativ an die Seite unserer uigurischen Geschwister zu stellen und eine deutliche Nachricht an die chinesische Botschaft zu schicken. Wir haben es gewagt, uns der brutalen Assimilationspolitik der Chinesen entgegenzustellen. Wir haben es gewagt, den Diskursraum nicht den Hetzern und Islamfeinden zu überlassen. Haben sie konfrontiert mit ihren eigenen Zitaten. Sie nennen sich Islamexperten, Extremismusexperten, Migrationsexperten, Terrorismusexperten, Nahostexperten, aber in Wahrheit sind sie getrieben durch ihren Hass auf den Islam und die Muslime. So sagt Allah im edlen Koran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ. Zu Deutsch, schon wurde aus ihren Mündern Hass offenkundig, aber was ihre Brüste verborgen halten, ist schwerwiegender. Wir haben euch die Zeichen bereits klar gemacht, wenn ihr begreifen wollt.